Hallo und guten Tag, sehr verehrte Damen, Herren und wer auch immer sich durch die weibigen Begriffe noch nicht angesprochen gefühlt hat. Ich freue mich, dass wir heute noch einmal groß einsteigen. Wir haben einmal über die Arbeit der Zukunft gesprochen und wir wollen uns heute dem Thema Wohlstand und Wohlstand retten und wie wir in der Krise darüber diskutieren, sprechen. Ich freue mich sehr, mein Name ist Maja Göpel, mit Richard David Precht zugeschaltet, hier im Dialog zu sein. Und wir werden uns der Aufgabe hingeben, erstmal vor allem das Feld aufzumachen, was meinen wir denn eigentlich mit Wohlstand, weil es so häufig in der Suche nach Antworten nicht genug Raum gibt, erstmal zu fragen, worum geht's denn eigentlich und wirklich. Bevor wir etwas retten können, brauchen wir ein bisschen Klarheit darüber, was wir eigentlich retten wollen und welche Dinge vielleicht von denen, wie wir es vorher gemacht haben, auch in so einer Krise es verdienen, überwunden zu werden. Denn auch dafür sind Krisen ja eine Möglichkeit. Es ist zwar so ein bisschen blödes Bonmot, dieses die Chance aus der Krise, aber aus der Transformationsforschung betrachtet sind es tatsächlich häufig krisenhafte Momente, in denen Veränderungen möglich sind oder so tatsächlich durch strukturelle Veränderungen oder eine Pandemie, wie sie jetzt haben, erzwungen werden. Und dann macht es ja schon Sinn, darüber nachzudenken, wenn wir Dinge neu ausrichten, in welche Richtung wir sie neu ausrichten wollen. Und dafür sind wir hier. Richard, ich hoffe, du bist gut anwesend bei uns. Möchtest du noch 2, 3 Sätze zur Begrüßung, zur Eröffnung zu dem Themenbereich loswerden? Naja, du hast ja schon so eine Vorlage gegeben, als du gesagt hast, Wohlstand, da muss man ja überlegen, was meint man damit? Meint man damit einfach nur Geld? Oder meint man im umfassenderen Sinne, möglichst vielen Menschen, nicht nur in Deutschland, sondern natürlich in der Welt, die Chance auf ein erfülltes Leben zu geben? Und zu einem erfüllten Leben gehört natürlich auch eine gewisse materielle Grundlage dazu. Und das ist ja das Thema, über das wir reden, wenn wir über Wohlstand reden und jetzt nicht über jedes einzelne Sparguthaben und so weiter, sondern um die Frage, werden wir dauerhaft es schaffen, in materiell angemessener Situation so zu leben, dass wir ein möglichst erfülltes Leben leben. Wir haben auch dieses Mal die Sendung so aufgeteilt, dass wir auch Einspieler von außen haben. Also mal das Ohr in die Gesellschaft gehalten wurde von den Kollegen und Kolleginnen hier der Leuphana Universität, die dann ja auch die Utopie-Konferenz, an der wir weiter festhalten im Sommer, vorbereiten, wo wir all diese Ideen weiterdrehen wollen. Das heißt, hier erstmal als ein Feld sondieren, aufmachen, geben wir mal raus in Form von filmischen Einspielern, was Expertinnen und Experten in dem Bereich Wohlstand, Krise, was ist gerade im Krisenmodus, wo kann Krise eventuell auch etwas sichtbar machen, was wir vielleicht vorher hätten anpacken sollen. In dem Sinne, hören wir mal kurz zu und dann sortieren wir es mal ein. Wir haben eine Krise des Gemeinwesens, die schon lange existiert. So. Also wenn man jetzt in die Stadt geht, dann spürt man das wirklich am eigenen Leib. Es fehlen Räume, wo Menschen sich unkommerziell treffen können, wo es Unterstützung gibt von Menschen für Menschen. Also wer jetzt durch die Stadt läuft, alle Shops sind zu. Und dadurch, dass man nirgendwo mehr einkaufen kann, ist eigentlich das ganze Leben verschwunden. So. Es müsste aber anderes Leben geben außerhalb der Shops. Und den Wohlstand müssen wir auch retten vor diesem Hamsterrad, in dem zu viele Menschen stecken. Also in der keiner mehr die Zeit und die Energie hat, um mehr zu machen als arbeiten, shoppen und vielleicht noch 2 Wochen Urlaub mit dem Flieger und Profifußball gucken. Und die größte Krise, die jetzt leider gerade aus dem Fokus gerutscht ist, das ist natürlich die Klimakrise und der Kollaps unserer Ökosysteme. Denn während wir sozusagen mit Feuerlöschen an der einen Stelle beschäftigt sind, steigen die Emissionen weiter und bleibt die Klimakrise nicht stehen. Naja, das Hauptproblem ist eben, dass unser Wirtschaftssystem nur stabil ist, wenn es wächst. Das ist ja jetzt auch in der Corona-Krise wirklich sichtbar. Also der Staat pumpt dieses viele Geld in die Wirtschaft, um eben neues Wachstum zu induzieren, weil völlig klar ist, wenn es kein Wachstum gäbe, würde das System chaotisch schrumpfen.
Also der Kapitalismus braucht Wachstum, um stabil zu sein. Gleichzeitig ist natürlich klar, das weiß auch hier schon jeder, dass man in einer endlichen Welt nicht unendlich wachsen kann. So, das ist die Spannung, die wir haben. Aber eine Corona-Pandemie ist jetzt sozusagen nicht ein Weg aus dem Kapitalismus raus. Ganz im Gegenteil. Die jetzige Pandemie wird bekämpft, indem man sozusagen den Kapitalismus stabilisiert und wieder auf Wachstum setzt. Ich will erst mal einen Blick kurz zurück an den Anfang der Pandemie richten, weil viele Menschen gar nicht mitgekriegt haben, wie gefährlich diese Pandemie finanzmarktmäßig gewesen ist. Weil im März 2020 waren wir natürlich alle mit unserer Gesundheit, mit dem Lockdown alle ganz beschäftigt. Aber da ist es zu einer Finanzmarktsituation gekommen, die noch krasser war als 2008, als die Lehman Bank pleite ging. Und die Zentralbanken haben in noch größerem Umfang intervenieren müssen. Diese Pandemie hat also erneut die Zentralbanken in die Rolle des letzten Retters hineingedrängt und hat gezeigt, dass dieses Finanzsystem so instabil ist, dass es eigentlich immer damit rechnet, gerettet werden zu müssen. Und mir ist es ganz wichtig, in dem Kontext von Wohlstandsgefährdung das nochmal in Erinnerung zu rufen. Wir haben die Konsequenzen aus der Finanzkrise 2008 nicht gezogen und sind deswegen in einer neuerlichen Krisensituation jetzt gewesen, die wieder Ungleichheit verschärft und unsere Wirtschaft weiter in Schwierigkeiten bringt. Wenn Sie Finanzkapital retten, retten Sie die Reichsten und Sie tun es mit Steuergeld, was alle gezahlt haben. Da sieht man, dass jede Rettungsaktion in einer Finanzkrise, so nötig sie möglicherweise kurzfristig ist, um das System nicht völlig zusammenzukrachen zu lassen, ja, führt aber, so wie man es jetzt die letzten Jahre gemacht hat, immer zu einer Umverteilung von unten nach oben. So, dann wollen wir mal gucken, was wir aus den unterschiedlichen Stimmen erstmal für den Wohlstand uns vornehmen. Es gab ja so eine spannende Enquete-Kommission, Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität. 2013 hat die so ein 1000-seitiges Dokument abgegeben im Deutschen Bundestag. Und vielleicht fangen wir da, weil die haben auch angefangen, auseinander zu dividieren. Was meinen wir denn eigentlich mit Wohlstand? Was ist das andere, wie ist der Wohlfahrt? Wie hängt das mit der Lebensqualität zusammen? Und mit dem Wachstum können wir dann ja vielleicht in der zweiten Schleife mal einsteigen, weil das ja sehr stark einmal von der Ulrike Herrmann gemacht wurde, mit dem wir brauchen das Wachstum, damit es nicht instabil wird. Und gleichzeitig ja Gerhard Schickter, der deutlich gemacht hat, um diese Stabilität aber aufrechtzuerhalten im Finanzmarkt, erodieren wir ja ganz viel von den Dingen, die wir vielleicht Wohlstand nennen. Aber vielleicht packen wir erstmal dieses Wohlstand, Lebensqualität auf den Tisch. Richard, wie würdest du das einsortieren? Du hast ja eben schon mal angefangen. Genau. Ja gut, die Vereinten Nationen haben ja Wohlstand definiert, die Europäische Union tut das auch. Und da gehört natürlich eine vielfache Form von Wohlstand zu, der eben nicht allein auf Materielles reduziert werden kann. Es geht ja um Gesundheitswohlstand, es geht ja darum, dass wir saubere Atemluft vorfinden und so. Alles das ist ja eine Frage von Wohlstand einer Gesellschaft. Und die Frage, ob das erhalten bleibt, tatsächlich ist unser Wohlstand von vielen Perspektiven bedroht. Das eine ist eben durch den drohenden Ökokollaps, ist er massiv bedroht, also Wohlbefinden bedroht und möglicherweise auch mittel- bis langfristig unser Überleben. Und es war sehr interessant, was über die Finanzmärkte da gesagt worden ist und über das Retten. Es ist ein allgemein bekanntes Problem, dass die Finanzwirtschaft in diesem irrsinnigen Volumen, in dem sie heute existiert, viel größer als jemals zuvor in der Geschichte, dass sie eine enorme Bedrohung darstellt, weil sie wahnsinnig fragil ist. Und dann gäbe es ja, wir wollen ja auch lösungsorientiert denken, gute Möglichkeiten, da etwas zu tun. Eine der besten, die ich kenne, wäre eine Finanztransaktionssteuer. Ich denke da so in dem Bereich von 0,2 oder 0,3%. Damit wäre ein erheblicher Teil des im Hochfrequenzhandel generierten Transfers an ganz, ganz schnellen Hin- und Herspielen von Geld, Zockerei und so weiter. Das wäre im Grunde genommen damit ausgebremst. Damit könnte man die Finanzmärkte sehr, sehr stark stabilisieren. Und das Geld, was da zusammenkommen würde für die Staaten, wäre enorm hoch. Also nach der Finanzmarktkrise 2008
hat man das mal ausrechnen lassen. Also die EU hat ein dänisches Unternehmen beauftragt, mal auszurechnen, wie viel Geld eigentlich durch eine Finanztransaktionssteuer reinkommen könnte. Und da war zunächst mal die interessante Zahl, dass zum Beispiel allein, wenn man nur Deutschland sieht, wenn man die Summe aller Finanztransfers, die an den Börsen getätigt werden, entweder von deutschen Banken oder mit deutschem Geld zusammenzählt, dann kommt man auf eine Gesamtbilanz von 260 Billionen. 260 Billionen in Dollar ausgerechnet. Das ist natürlich ein irrsinnig hoher Betrag, wenn man mal überlegt, dass das Bruttoinlandsprodukt bei etwas über 3 Billionen liegt, der Haushalt bei etwas über 350 Milliarden in normalen Zeiten, jetzt liegt er natürlich höher. Aber das ist wahnsinnig viel Geld und wenn man davon auch nur einen kleinen Teil abbekäme, dann hätte man auch keine Probleme mehr, Krankenschwestern adäquat zu bezahlen und. Und da ist eigentlich nur die Frage, will man das? Und tatsächlich will man das nicht. Sondern man führt nur eine Börsensteuer, die den kleinen Finanzsparer so marginal mit zur Kasse bittet, aber den gesamten Spekulationswert auch zuvor legt. Das ist ein ganz, ganz großer Skandal. Den Leuten ist gar nicht klar, wie irrsinnig viel Geld man damit generieren kann und was man damit für Bildung, für Gesundheitssystem und so weiter tun könnte, möglicherweise auch Finanzierung eines Grundeinkommens. Und ich glaube, es ist eine wichtige Aufgabe, mal die Augen zu öffnen, wie viel Geld in diesem Topf liegt. Es ist klar, ne? Wenn man es besteuert, wird der Topf kleiner. Auch klar, weil sich natürlich Teile des Hochfrequenzhandels nicht mehr lohnen, aber es wäre immer noch ein irrsinnig hoher Betrag, wenn man das ernst nimmt. Und ein Satz noch dazu, wir haben einen Finanzminister Olaf Scholz, der von den Franzosen die Börsensteuer abgeguckt hat, die eben nur dazu führt, dass der kleine Mann im Zweifelsfall belastet wird, aber dass die großen Hedgefonds und so weiter in keinster Form irgendwo durch eine Finanztransaktionssteuer zur Kasse gebeten können. Und dass das ein Sozialdemokrat ist, das kann man gar nicht genug skandalisieren. Jetzt wollte ich noch mal einmal kurz, bevor wir, ich finde das ganz, ganz wichtig, noch mal da einzusteigen, auch da noch mal zu gucken, was war denn eigentlich die Funktion von Finanzmärkten? Weil der Herr, den du, der vorgedacht hat, die Finanztransaktionssteuer, der Herr Tobin, der hat ja schon ganz lange gesagt, dass das eigentlich ein ganz verrücktes Konstrukt ist. Ne? Also diese Finanzmärkte, wir rennen durch die Gegend und denken mal, das ist so was Dinghaftes, das Geld. Also da liegen dann irgendwelche Haufen und diese Haufen werden größer oder kleiner. Dabei sind es ja eigentlich Versprechen. Das ist ein Beziehungsgeflecht im Grunde genommen. Und deshalb auch nur schaffen wir es ja momentan, ganz viel neues Geld zu schöpfen, weil jemand einfach sagt, ich halte das Versprechen, dass du einen Gegenwert in der Größe X, das steht auf den englischen Banknoten sogar drauf, I herewith promise to give the owner or the holder of this paper, mehr oder weniger, den Gegenwert eben von diesen 5 Pfund. Also es ist wirklich ein reines Versprechen. Und genau in dem Moment kommen wir ja dahin, auch zu überlegen, was ist denn eine Funktion einer Sozialtechnologie wie das Finanzsystem in dem Schaffen von Wohlstand. Das heißt, Gerhard Schick hat es ja so genannt, tatsächlich auch mit dem Stabilisieren. Jetzt habe ich über die Jahreswende auch viel gelesen, da in der New York Times und anderen Bereichen, weil er auch ein bisschen darauf gewartet haben, wann kommt denn das jetzt eigentlich mal mit dem Zurückfahren des ganzen Gelddruckens und immer mehr ja in die Finanzmärkte relativ direkt reinzugeben, anstatt tatsächlich in, was wir schon mal die Realwirtschaft als eine Abgrenzung von den Finanzmärkten benannt hatten, weil dort tatsächlich noch etwas produktiv passiert. Während im Bereich der Finanzen ja eigentlich eher mal das Geld hin und her geschoben wird zunehmend. Ja. Das heißt, wie diese Stabilisierung oder Destabilisierung politisch nicht opportun ist, weil die Krise natürlich sehr kurzfristig kommen würde und deshalb alle davon ausgehen, obwohl sie sagen, die Werte sind völlig überbewertet. Ja, es gibt einen Disconnect zwischen dem, was in Wall Street an Werten gezeichnet wird oder Bitcoin ist ja auch so ein anderes verrücktes Beispiel. Und trotzdem gehen alle davon aus, dass es so weitergehen wird, weil sich keine politische Instanz traut, diesen Stecker zu ziehen. Und was du beschrieben hast, wäre ja nicht mal den Stecker ziehen, sondern einfach mal so ein ganz bisschen vielleicht entschleunigen, was da so stattfinden kann. Das ist ja hochinteressant. Das ist ein irres Phänomen. Ich meine, wenn man sich anguckt, durch Corona werden vermutlich Hunderttausende Leute arbeitslos werden, mittel- bis langfristig, durch die Digitalisierung sowieso auch und so weiter und an den Börsen schon der Champagner. Das ist ja eine ganz, ganz merkwürdige Geschichte. Da sieht man mal, was an den Börsen erfasst wird und was an den Börsen eben nicht erfasst wird und wer die tatsächlichen Gewinner am Ende dieser Krise sind. Also es ist auch richtig, dass es merkwürdig ist, dass ja nicht nur der deutsche Staat, sondern alle europäischen Staaten und sehr viele andere Staaten der Welt auch im Augenblick wie bekloppt Geld drucken. Ich meine, wenn man irgendwas über Inflation weiß, dann weiß man, dass wenn die Geldmenge viel zu stark wächst in Relation zur Warenproduktivität, dass es dann mittel- bis langfristig auf eine Inflation hinausläuft. Kurzfristig nicht,
weil durch die Corona-Pandemie die Leute normalerweise weniger Geld in der Tasche hätten. Und das wird jetzt durch gedrucktes Geld, was man dann benutzt, Kurzarbeitergeld und so weiter, aufgefangen. Aber wenn die Pandemie vorbei ist, gehen wir in eine riesige Inflation. Und das nehmen unsere Regierungen im Augenblick deutlich lieber in Kauf, als hinzugehen und über Finanztransaktionssteuern die Pandemie zu finanzieren. Was übrigens möglich wäre, weil ich schon sagte, die Beträge, die da zusammenkommen, sind wirklich gigantisch. Es ist natürlich logistisch nicht so schnell, einfach das alles zu machen. Aber ich meine, es gibt ja eine Reihe von interessanten Instrumentarien, mit denen man zumindest relativ kurzfristig im Hochfrequenzhandel zum Beispiel steuern könnte. Über sowas wird überhaupt nicht nachgedacht. Die Politiker, die wir haben, und das ist Deutschland nicht anders, als es in England ist und als es in Frankreich ist und so weiter, ja, denken über solche Sachen nicht ernsthaft nach. Die erfinden lieber Geld und gehen lieber den Wahnsinn einer gigantischen Inflation. Ja gut, die Debatte ist ja im Moment endlich an, ne? Also mit der ganzen, ohne dass wir jetzt gleich in die Finanzmarktdebatte zu tief einsteigen wollen, weil ich mich da zumindest nicht auf dem Feld sicher fühle, das richtig ordentlich einsortieren zu können. Ich kenne nur die Debatte, auch aus der Modern Monetary Theory und den Ideen, dass man natürlich auch die Verschuldung dann eben relativ langfristig weitertragen kann, dass wenn das Investment in tatsächlich einen Gegenwert läuft, vielleicht die Inflation eben nicht kommen muss. Also ich glaube, es ist ja eher hochinteressant, dass wir überhaupt aktuell darüber wieder diskutieren, was auch eine Rolle einer Zentralbank ist, wie politisch sie ist, ob sie nur diese Preisstabilität im Grunde genommen im Zentrum stehen hat oder ob sie nicht durch die Art, wie sie Kredite vergibt, sowieso eine Lenkungswirkung darauf hat. In der Debatte um Klimawandel, und damit wollte ich nochmal dann den Link zu dem Wohlstandsverständnis auch machen, es ja momentan darum geht, darf Christine Lagarde jetzt in der Art, wie sie die Vergabekriterien auch macht, Einfluss darauf nehmen, ob das grüner wird oder nicht grün wird. Und das ist ja auch wieder so hochspannend, dass nicht darüber diskutiert wird, wie kann es sein, dass im Moment ganz viel Braunes und ganz viel Fossiles ganz selbstverständlich finanziert wird. Und wenn man sich jetzt bemüht zu sagen, wir versuchen mal mit dem Geld schöpfen, dem Ganzen auch ein Stück weit eine Richtung zu geben, dann wieder ein Aufschrei erfolgt, dass das eine Politisierung ist und die Mandatsüberschreitung. Also das ist ja einmal so total wichtig zu fragen, was entsteht denn jetzt eigentlich auch gerade, wenn wir über Wohlstand reden und was vergeht auch gerade, wenn wir über Wohlstand reden. Also diese blinde Art und Weise im Grunde genommen auch sehr geldwertorientiert, das Bruttoinlandsprodukt nicht korrigiert, um das, was auch gerade an Naturzerstörung passiert, war ja auch in einer der Einspielerfilme durchaus nach vorne getragen worden. In meinem Buch hatte ich einfach mal eine Statistik vom Bundesamt für Naturschutz reingebracht, den Gegenwert, den die Pollination pro Jahr in Deutschland leistet mit 150 Milliarden. Aber es bilanziert nirgendwo irgendwer als Wertschöpfung und als Wohlstand, den du eben ja auch schon mal ein Stück weit angesprochen hattest. Aber es sind sehr erfolgreiche Geschäftsmodelle, sehr erfolgreiche Innovationen, die sich dann überlegen, was machen wir denn, wenn die Biene tot ist? Ach, wir machen schon mal eine Roboterbiene, klar. Weil dann müssen uns bestimmt ganz viele dafür bezahlen. Das wird auch bestimmt den Aktienwert dieses Unternehmens nach vorne treiben, weil wir eine Lösung für ein Problem geschaffen haben. Anstatt jetzt zu überlegen, wie können wir denn eigentlich die Minderwertschöpfung oder die Schadschöpfung reduzieren in unserer Art, wie wir das generieren, was wir Wohlstand nennen. Und da würde ich dich gerne nochmal einladen, nochmal dieses Wohlstandsding ein bisschen genauer zu entpacken, damit wir da vielleicht aus der Kritik des Bruttoinlandsprodukts starten, weil das auch in diesem Bericht der Enquete-Kommission, den ich durchaus empfehlen kann, es gibt auch Zusammenfassungen und Auswertungen vom Wuppertal-Institut und anderen, die es versuchen, aber in 1000 Seiten zu reduzieren. Aber der bestätigt eigentlich das, was du gerade auch nochmal nach vorne gebracht hast, wie wenig eine ja wirklich haarsträubende Analyse tatsächlich dann in eine Notwendigkeit, sich darauf sowohl mit Forschung als auch mit politischen Antworten wirklich Mühe zu geben, Antworten zu finden. Also das Ding ist so ein bisschen in die Schublade gerutscht und ja. Naja. Ja gut, es gibt ja zwei Dinge. Also das eine ist, globaler Wettbewerb ist immer ein Argument, bestimmte Dinge nicht zu tun. Man sagt, wenn wir das alles machen, wenn wir das alles in Rechnung stellen und so, dann wird das alles wahnsinnig teuer und das ist schlecht für den Standort Deutschland und dann produzieren wir teurer und so. Das ist das eine Argument. Das zweite ist, wir dürfen uns nichts vormachen. Die Politik ist maßlos überfordert. So, und das liegt jetzt nicht daran, dass die Politiker unglaublich große Pfeifen sind, sondern dass die Probleme unglaublich groß sind. Und das Belohnungssystem in der Politik, das besteht immer kurzfristig. Ja, da geht es nicht darum, die Erde zu retten. Da geht es nicht darum, sich grundsätzlich was Neues auszudenken. Muss ich mal überlegen. Also Politik, die sich grundsätzlich was Neues ausdenkt, ja, zum Beispiel Umstieg vom Umlagesystem in ein bedingungsloses Grundeinkommenssystem. Muss ich mal vorstellen, was das für ein dickes Brett ist. Wie viele Jahre das dauert, bis man das richtig macht und dann überlegt, was dann im Übergang und welche Reibungsprobleme und wer der wieder leer ausgeht und dann die Lobby und so weiter. Das sind wahnsinnig schwierige Dinge.
Das sind Sachen, eine ganz ehrliche Antwort, trauen sich die Politiker, die in Deutschland in der Regierungskoalition sind und auch die, die in der nächsten sind, gar nicht zu. Das können die nicht. Die wissen, dass sie sich Riesenprobleme schaffen. Und deswegen wird immer nur an kleinen Dingen rumgedoktert. Und deswegen haben wir auch eine Riesendiskrepanz zwischen dem, was Menschen wie du oder wie ich schreiben und denken und viele andere. Ja, wir sind ja auch nur kleine Räder in einem großen Getriebe von vielen Menschen, die sich kritische und kluge Gedanken darüber machen und so weiter. Und die können auch zu Papier alles Mögliche bringen. Aber wenn es um die tatsächliche Realisierung geht, dann weiß jeder Politiker, und das hat er schon sehr früh gelernt, wenn er irgendwas grundsätzlich angeht oder ganz neu machen will, dann schlägt ihn in einer medialen Entrüstungsgesellschaft wie der unserem als erstes ein irrsinniger Gegenwind entgegen. Dann wird er von der eigenen Partei zurückgepfiffen, dann macht er keine Karriere, dann wird er nicht wiedergewählt. Und da haben wir tatsächlich ein ganz großes Problem. Also dieser Angststillstand, in dem wir uns gegenwärtig befinden, wird mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit darauf hinauslaufen, dass wir in ökologischer Hinsicht zu wenig tun und dass wir erst dann ausreichend etwas tun, wenn das Kind noch tiefer in den Brunnen gefallen ist. Aber dann hat sich der Wohlstand, ja, und die Lebensqualität erheblich verschlechtert. Oh ja, jetzt sind wir aber ja ein bisschen hart in der negativen Analyse gelandet, ne? Ja. Also entweder wir holen uns jetzt gleich schon mal die 3 Filme oder 2 Filme rein von denjenigen, die versuchen, Visionen zu skizzieren. Und dann nehmen wir den Faden wieder auf. Ich glaube, das wäre ein ganz guter Moment, zu überlegen, wie denken denn andere darüber nach? Was sind deren Ansätze? Um dann das wieder aufzunehmen, weil dann ist unser Job, dann ein bisschen die Möglichkeitsräume reinzubauen. Okay. Also, dann schauen wir erstmal, was der Rest der Republik sozusagen hat. Plötzlich merken wir, was eigentlich wirklich wichtig ist. Nicht das, die Spekulation an der Börse, sondern Care. Kinderbetreuung, Elternbetreuung, das ganze Gesundheitssystem. Das ist das, was die Gesellschaft eigentlich prägt. Also unser Wertsystem ist komplett umgekehrt. Aber es ist umgekehrt, weil wir ein großes Narrativ haben darüber, was eigentlich alles anderes trägt. Aber dieses eigentlich trägt nicht alles anderes, wird von allem anderen getragen. Es ist die Frage, wie definieren wir Wohlstand? Ja, ich bevorzuge den Begriff gutes Leben, weil es umfassender ist, weil Wohlstand sehr oft okkupiert wird von einem rein materialistischen Denken. Und das ist auch wichtig, das will ich jetzt nicht kleinreden. Wenn Menschen nichts haben fürs bloße Überleben, dann kann alles anderes nicht helfen. Aber gutes Leben ist ein umfassender Begriff und umfasst auch ganz viele andere Aspekte und Komponenten. Darunter zum Beispiel Beziehung, Kultur, Träumen, Kreativität, Emotionen. All das ist ein Bestandteil vom menschlichen Leben als gutes menschliches Leben. Bedingungen zu schaffen, dass Menschen wieder das Gefühl haben, sie können die Bedingungen ihres Zusammenlebens kollektiv selbst bestimmen. Das ist das Ziel. Dieser Event, unsere Gesellschaft, unsere Welt, unsere Denksysteme vollkommen verändert. Und wenn man damit umgehen kann, ist es eigentlich, sage ich mal so ketzerisch, eine ganz spannende Zeit. Ja? Weil es entsteht natürlich ungeheuer viel Wandel. Der ist auch schmerzhaft, der ist auch furchtbar viel Schreckliches dabei und viel Angst. Aber es sind natürlich viele Themen auf dem Tisch, die mich schon seit einem halben Jahrhundert beschäftigen. Der Tenor der Gesellschaft hat sich verändert. Also wir suchen heute nach Konsens, nach Zukunft. Wie können wir die Dinge anders machen? Und vorher war das ja eher so eine blinde, besoffene Hyperaktivität, die wir alle drauf hatten. In der haben sich viele Menschen natürlich viel wohler gefühlt als jetzt. Ja. Viele Leute verzweifeln, viele Menschen, die Depression, die in uns ist, die wird natürlich bricht aus. Ja. Also das ist schon alles super hart, gleichzeitig ist es aber auch super lehrreich. Und das ist eben letztendlich der Sinn von Krisen. Also neben dem Homo economicus, das will ich damit sagen, hat aus meiner Sicht eben auch der GDP als Messgröße und Zielgröße politischen Handelns ausgedient. Was bedeutet, letztes Glied in dieser Logikkette, dass es auch nicht mehr alleine die ökonomischen Modelle und Methodologien sein können und nie hätten sein dürfen, mit denen wir die Krisen beobachten und beschreiben und damit auch
beschreiben, was Wohlstand ist und damit auch beschreiben, was Werte und Ressourcen sind, die wir mehren und gerecht verteilen wollen. Ich glaube, die Digitaltechnologien sind am Ende des Tages tendenziell die einzige Chance, die wir haben, diesen neuen Krisentypen zu begegnen. Warum? Wir hatten das ja gerade schon. Die neuen Krisen, wenn man das so nennen will, sind wesentlich entgrenzter, als frühere Krisen es waren. So, dann haben wir ja einen Einstiegspunkt, der für WissenschaftlerInnen, also diejenigen, die dafür bezahlt werden, nachzudenken, wie man vielleicht auch Dinge beschreiben kann und nicht, einfacher sein sollte. Nämlich, es wurde davon gesprochen, dass wir falsche Begriffe, falsche Modelle benutzt haben. Ein Besoffensein, weil wir einem Fortschrittsverständnis hinterhergelaufen sind oder uns in ihm vielleicht auch ein Stück weit vergnügt haben, was aber eigentlich gar nicht langfristig funktioniert, bis hin zur Selbstwirksamkeit. Aber ich fange mal an bei dem, wie sollten wir denn eigentlich drüber sprechen und wie sollten wir messen, was wir mit Wohlstand meinen? Und da war eine These, die ich in letzter Zeit sehr stark rumgetragen habe, dass wir endlich diesen Wachstumsbegriff mal loslassen sollten, weil der auf der einen Seite sehr totalitär benutzt wird, nämlich die Seite, die ihn verteidigt, die sagt, ja, aber ohne Wachstum, können ja all die Menschen, die noch nicht ausreichend materiell versorgt werden, nie dahin kommen. Da wird natürlich immer ignoriert, dass kein Mensch, der wachstumskritisch argumentiert, sagt, im globalen Süden oder die 3 Milliarden Menschen auf diesem Planeten, die noch nicht ausreichend versorgt sind, sollten nichts mehr bekommen, sondern es geht ja immer darum zu sagen, dann müssen vielleicht die mal etwas abgeben, bei denen man von Überkonsum inzwischen sprechen könnte. Aber trotzdem wird das immer mit diesem ethischen, ihr könnt doch den Armen nicht vergönnen, dass sie jetzt auch aus der materiellen Deprivation austreten, wird der eine Vorwurf machen. Das andere ist natürlich, was ich auch häufiger bekommen habe, dass das Freiheitsberaubung ist, weil notwendigerweise aus einem sich kreativ einbringen, neue Ideen haben, innovativ sein, immer Wachstum rauskommt. Da habe ich das Gefühl, Mensch, ja, das kann man auch nur sagen, wenn man die ganze Care-Economy-Debatte, die ja auch von Barbara Muraka angesprochen wurde, einfach ignoriert hat, weil da ja unheimlich viel Wertschöpfung und Wohlstand generiert wird, ohne dass das Bruttoinlandsprodukt wächst oder die Personen dafür besonders ins Zentrum der Debatte gestellt würden, dass sie dem Wachstum dienlich wären. Also ich habe das Gefühl, wir streiten uns da um einen Begriff, der eigentlich so breit inzwischen angewandt wird, dass er eigentlich auch gar nicht mehr zeigt, worum es wirklich geht. Und spätestens mit Corona und den CO2-Emissionen wissen wir auch, dass nicht mehr immer besser ist. Und deshalb meine Frage an dich, Richard, wäre das auch was? Also wie können wir raus? Weil das war ja so diese typische Debatte in dieser ganzen nachhaltige Wohlstandsfrage, Wachstum oder nicht Wachstum. Und eigentlich hat Tim Jackson das schon schön auf den Punkt gebracht, dass er gesagt hat, ja, wir brauchen Übergänge, damit diese Wachstumsabhängigkeit in unseren gerade ökonomischen und sozialen Systemen reduziert wird. Und das ist nicht leicht. Auf der anderen Seite, wenn wir das nicht tun, dann werden sie reduziert werden, weil eben die ökologischen Grundlagen und Rahmenbedingungen sich so verändern, dass wir gar nicht davon ausgehen können, in dieser Form weiter zu wirtschaften. Er hat das als das Dilemma beschrieben. Das heißt, wie können wir das Dilemma denn so auf den Punkt bringen, dass es ein positiver Anteil bleibt? Du warst ja eben auch eher pessimistisch. Dabei gibt es ja genug Forschung, die zeigt, das gute Leben, das muss nicht die Erde kosten. Es ist vielleicht eher eine Frage der Verteilung und der Gerechtigkeit und auch des Vertrauens da rein, nicht zurückzufallen. Da sind ja die globalen Nachhaltigkeitsziele auch deutlich mit ihrem Untertitel, niemanden zurückzulassen. Wie kriegen wir das denn anders gegriffen? Also wie kriegen wir diese ganze Geschichte von höher, schneller, weiter, für alle immer mehr, das Besoffene, was Matthias Hawkes beschrieben hat, so hin, dass in dem Moment, wo es weniger wird, nicht die Depression Vorrang bekommt, sondern die Besinnung und ein wieder darauf fokussieren, was vielleicht wirklich wichtig ist. Also diese Diskussion, die wir jetzt etwa 30 Jahren führen, um die Frage Grenzen des Wachstums oder seit dem Club of Rome, also noch viel länger, seit 50 Jahren, aber seit 30 Jahren ist das so eine ziemlich verbreitete Diskussion, das ist wirklich gut, wenn wir weiter wachsen, die ist irreführend. Und zwar in vielerlei Hinsicht. Also erstmal muss man ja sagen, wir reden ja nicht über Wachsen, sondern wir reden über Mehrwerden. Das ist ein großer Unterschied, weil wir meinen mit mehr, dass quasi das Bruttoinlandsprodukt wächst. Das ist eine ganz spezielle Geschichte, die hier wachsen soll. Redet ja keiner davon, dass Bildung nicht wachsen soll, dass Wohlfühlen nicht wachsen soll, dass Empathie nicht wachsen soll. Also wir wollen ja nicht irgendwie grundsätzlich aus dem Wachstum raus, sondern wir wollen daraus, dass positives Wachstum sich am Bruttoinlandsprodukt bemisst. Jetzt haben wir das große Problem, dass wir anders nicht messen können. Da haben wir leidige Erfahrungen gemacht.
eine Zeit lang galt mal Bhutan als super gute Idee, das Bruttonationalglück zu messen. Ich meine, das ist ehrlich gesagt ein völlig albernes Unterfangen. Die Idee ist gut, aber sie ist eher lustig als realistisch. Die Stieglitz-Kommission hat das unter Sarkozy in Frankreich ja versucht. Da kommt am Ende nichts Vernünftiges dabei raus. Ich würde ja sagen, ich würde es gar nicht messen. Also ich glaube ja sowieso, dass wir in einer Welt leben, in der pausenlos gemessen werden und Zahlen produziert werden, die am nächsten Tag schon nicht mehr wichtig sind. Wenn wir die gleiche Zahl, die wir hier als Wissenschaftler mit Messen verbringen würden, mit Denken verbringen, wäre das sicherlich sehr, sehr viel sinnvoller. Also man darf mal empirische Studien machen, aber wir leben ja in einer Welt, die alles von morgens bis abends gut und tot misst. Also ich glaube, auf die Art und Weise, das sollten wir uns gar nicht drauf einlassen. Wir sollten auch keine alternative Wachstumsparameter oder sowas benennen. Also das ist mal das eine. Und das andere ist ja, ob es am Ende wächst oder nicht wächst, ist ja nicht die Frage, sondern die zentrale Frage ist, die du als zweites gestellt hast, nämlich die Frage, brauchen die Menschen für ihr Wohlbefinden dieses schneller, höher, weiter? Und die ehrliche Antwort ist, die allermeisten brauchen das eigentlich nicht, aber mit einem Milliardenaufwand wird ihnen von morgens bis abends eingetrichtert, dass sie brauchen. Also dadurch, dass ständig neue Produkte da sind, werden bestimmte Bedürfnisse erzeugt, die in den Menschen natürlich nicht vorhanden sind. Also vor 30 Jahren hatte niemand ein natürliches Bedürfnis nach einem SUV. Es gab gar keine SUV. Also dieses ökologisch unvernünftige Auto wurde erst in ökologisch sehr gut informierten Zeiten überhaupt erzeugt. Und es wurde ein Wunsch erzeugt, der vorher überhaupt nicht vorhanden gewesen ist. Jetzt kriegen wir alle das Eigenheim eingebimst. Ne? Das ist ja das Nächste, das Einfamilienhaus. Ja, die Eigenheimdebatte, die da im Augenblick tobt. Also es gibt da so bestimmte Sachen, wo man sagt, wenn man die nicht hat, dann gehört man zur Mittelschicht nicht dazu. Ja, und zur gehobenen Mittelschicht, zu der sich die meisten Leute sehr gerne zählen möchten. Und da brauchen sie bestimmte Statussymbole und da gehört das Eigenheim natürlich zu und da gehört auf der anderen Seite eben das SUV zu und dann gehören 5 oder 6 Auslandsreisen im Jahr und so weiter. So, und das sind ja Dinge, die sind nicht natürlich da. So waren die Menschen nicht schon immer, so waren sie nicht im 19. Jahrhundert, so waren sie auch nicht im Mittelalter. Es ist nicht der Mensch, der das ist, sondern es ist tatsächlich unsere Ökologie, die davon lebt, dass sie eine Bedarfsweckungsgesellschaft ist und nicht eine Bedarfsdeckungsgesellschaft. Werden die Menschen, die Bevölkerung von alleine sagen, ach ja, komm, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht? Nein, das werden sie nicht, weil man kauft sich damit ja nicht wohlfühlen, sondern man kauft sich soziale Distinktionsgewinne und soziale Distinktionsgewinne sind den Menschen wichtig. Die sind immer wichtig gewesen, jedenfalls für all diejenigen, die sich die leisten können. Und das Wichtige wäre, dass soziale Distinktionsgewinne in Zukunft nicht mehr über SUVs, sondern vielleicht über andere Dinge, zum Beispiel, dass man wechselseitig damit angibt, wo man sich alles sozial engagiert oder was man sonst so macht oder in welchem afrikanischen Projekt und so weiter mal engagiert ist. Also das wäre sozusagen der Wandel. Dann hätten die Leute auch was anderes, dann hätten sie neue Dinge und so weiter. Alles, was ihr Leben fruchtbar macht, sie hätten Sinnstiftung. Am Ende wird durch ein SUV niemand glücklich. Und wenn es gegenwärtig einer wird, dann ist er das für ein halbes Jahr. Und nach 5 Jahren ist die Kiste das Selbstverständlichste von der Welt. Also wir wissen ja, dass diese materiellen Dinge kein dauerhaftes Glück haben, sondern immer nur so ein kurzes Feuerwerk zünden. Und das ist ja irgendwie so eine Wichserei, die da irgendwo entsteht. Ja, da sind immer neue Impulse und da muss immer wieder was Neues kommen und so. Eigentlich ist das auch allen mehr oder weniger bewusst. Und das ist eine Frage der gelebten Kultur, ob Menschen ihre Fantasien auf Autos wenden oder auf irgendwelche anderen sinnvolleren, nützlicheren oder schöneren Dinge. Und ob dieser Bewusstseinsprozess schnell genug über die Bühne geht im Vergleich zu den dramatisch sich verschlechternden klimatischen Situationen, das ist so ein bisschen die Frage. Da wir ja schon bei Corona gesagt haben, Menschen werden am ehesten aus Schaden klug, hoffe ich, dass der Schaden nicht allzu groß sein muss, bis die Klugheit ein bisschen mehr wird. Hm. Ja, und die Frage ist ja auch, in welchen Strukturen wir eigentlich diese ganzen Entscheidungen treffen. Also du hast diese kognitive Vermüllung, wie man es ja auch nennen könnte, durch viel zu viele Werbebotschaften angesprochen. Und trotzdem kenne ich ja immer und immer wieder diese Debatten. Frau Göpel, Sie wollen die Menschen umerziehen. Umerziehung war ja schon immer so der Mechanismus der Diktaturen. So als würden wir nicht den ganzen Tag in irgendeine Richtung angeleitet und mit Informationen. Aufklärung wollte auch die Menschen umerziehen, ja. Die Aufklärung wollte die Menschen umerziehen und hat die Grundlagen unserer freien bürgerlichen Gesellschaft dadurch gehört. Nur mal sagen, ja. Ja, ist auch ein Argument, was ich häufiger in den Raum trage, dass es doch eigentlich auch total eine Katastrophe ist, wenn wir nicht angehalten wären, als jetzt rational begabte Menschen und reflexionsbegabte Menschen mal drüber nachzudenken, ob die Stories und die Ideen darüber, wie wir sein wollen, vielleicht wirklich so stimmig sind.
Die andere Sache, die dann natürlich immer kommt, ist genau dieses, was du auch beschrieben hast, mit den Räumen, die uns oder ganze Supermärkte mit Licht, Atmo und Positionierung von Produkten und so. Wir dürfen ja gar nicht auf die Idee kommen, dass wir die Sachen vielleicht nicht brauchen. Also da wird uns ja diese kontinuierliche Unruhe ja auch verpasst, dass das, was da ist, gar nicht ausreicht. Auch das wird dann ja gerne als Paternalismus des Staates etc. Torpediert von denjenigen, die im Grunde genommen für das Design dieser Supermärkte und der Packungen und der Inhalte und der Duftstoffe und des Sounds von einer Autotür, damit es sich nochmal unterscheidet vom bisherigen Auto, ganz, ganz viel Geld ausgeben und machen. Das heißt, eigentlich ist es doch eine tolle Botschaft, dass wenn wir diese ganzen Ausgaben für Marketing, für den Kampf um die Aufmerksamkeitsökonomie wirklich in den Umbau von Wertschöpfungsketten steckten. Weil wir haben ja so ein paar Visionen, die sagen, wie können wir denn eigentlich mit dem, was da ist, mehr zur Verfügung stellen? Also Mobilität, wie kriegen wir das möglichst nebenkostenfrei hin? Das heißt, wir können natürlich einmal die Produkte besser machen, indem wir sie zirkulär zusammensetzen, indem nicht nach 9 Jahren eine Abwrackprämie bezahlt wird, sondern man überlegt, wie kriege ich einen besseren Motor in eine sonst hoffentlich intakte Karosserie rein? Oder also diese ganze Idee einer wirklich Kreislaufwirtschaft orientierten Produktionsweise, dann gekoppelt mit einer Sharing Economy auf der anderen Seite, dass wir diesen Fokus auf die Produkte mehr in die Nutzung geben. Und damit sind wir ja auch bei der Glücks- und Erfahrungsforschung, also auch bei Daniel Kahnemann und anderen, was du eben auch beschriebst, ist ja nicht das Auto, was mich glücklich macht, also das Fahrvergnügen vielleicht zwischendurch oder die Bewunderung. Das heißt, es sind die Erlebnisse im Grunde genommen. Das heißt, da könnte doch auch zum Beispiel die Digitalisierung all den Porsche-Fahrern dieser Welt, die sich lautstark in der Welt dann immer mal zu Wort melden, auch mal einen Simulator anbieten, damit sie ihre Erfahrungen weitertragen, ohne dass das notwendigerweise ganz viele Porsches und ganz viel Lautstärke und ganz viel Bedrohung für diejenigen, die nicht so schnell fahren wollen, bereitstellen wollen. Das heißt, wie können wir da nochmal in die Symbiose zwischen Sachen, die ökologisch sinnvoll sind, die trotzdem diese Idee von Wohlergehen, Alltagsroutinen, die uns zufrieden machen, wie können wir das weiterdrehen? Also ich möchte jetzt in die positive Seite einsteigen. Genau. Also ich glaube, was ganz wichtig ist, ist die Differenz zu verstehen zwischen volkswirtschaftlichem Interesse und betriebswirtschaftlichem Interesse. Wir haben bei uns diese merkwürdige Redensart, jemand versteht was von Wirtschaft oder eine Partei versteht was von Wirtschaft. Es gibt sehr häufig einen Riesenunterschied zwischen der betriebswirtschaftlichen Perspektive und der Volkswirtschaft. Mhm. In der ersten industriellen Revolution bestand die betriebswirtschaftliche Perspektive derjenigen, die in der Textilindustrie die erste industrielle Revolution mit der Dampfmaschine befeuerten, darin, ihre Arbeiter so schlecht wie irgend möglich zu bezahlen, weil sie dann sich Wettbewerbsvorteile verschafften. Und alle Philosophen und Ökonomen haben gesagt, genau das müsst ihr tun. Wer am günstigsten produziert, also die größten Stückzahlen und die geringsten Löhne hat, der hat Vorteile auf dem Markt. So, das passierte dann. Es entstanden gewaltige Absatzkrisen, weil diese ganzen Tücher brauchen ja auch Käufer. Wo sollen denn die Käufer herkommen, wenn alle Arbeiter, Bauern sowieso lausig bezahlt sind? Da waren ja sofort die Märkte gesättigt. Und diese Einsicht, zusammen mit den Gewerkschaften auf der anderen Seite, also der entstehenden Arbeiterbewegung, haben Stück für Stück die volkswirtschaftliche Perspektive überhaupt erst aufgebracht. Sie haben dafür gesorgt, dass der Staat aktiv werden musste, die Unternehmer zu zwingen, ihre Arbeiter besser zu bezahlen. Der ganze Prozess hat weit über 100 Jahre gedauert und war die Grundlage unseres erfolgreichen Wohlstandsmodells. Jetzt können wir die gleiche Frage doch wieder stellen. Aus betriebswirtschaftlicher Perspektive sind alle Umbauten in Richtung Nachhaltigkeit für die allermeisten Firmen, außer sie verdienen ihr Geld damit, aber für alle anderen Firmen ist erstmal eine Riesenlast. Will man nicht. Volkswirtschaftlich gesehen ist es natürlich großartig, wenn wir hier sehr viel ökologischer wirtschaften wollten als bevor. Also ist wieder die Frage, was sind die treibenden Kräfte? In dem einen war der eine treibende Kraft, damit der Markt funktionierte. Das ist es hier ehrlich gesagt auch. Denn wenn wir hier aus ökologischen Gründen in unhaltbare Zustände kommen, Überschwemmungskatastrophen, was weiß ich, was brechen auch Märkte weg. Und das ist nicht ganz uninteressant. Und das Zweite ist, wer spielt heute die Rolle, die die Arbeiterbewegung und die Gewerkschaften gespielt haben? Und das ist natürlich die Ökobewegung, die aber nicht diese gezielte Schlagkraft entwickeln kann mit Streiks und dergleichen, die damals die Arbeiter gehabt haben. Und diese Bewegung müsste eigentlich viel wirkungsmächtiger und viel kräftiger werden, um dem langfristig wohlverstandenen Eigeninteresse auch der Industrieproduktion, die ja an Nachhaltigkeit langfristig interessiert sein muss, kurzfristig aber wegen der Shareholder-Gewinne es nicht ist, die quasi zu zwingen und vor sich herzutreiben.
Und deswegen brauchen wir nach dem wunderbaren Impuls, den wir durch Fridays for Future und so weiter gekriegt haben, eine wirklich nachhaltige und weiter aktive und stetig wachsende Umwelt- und Ökologie- und Nachhaltigkeits- und Transformationsbewegung. Ohne die wird dieser Prozess sonst von alleine nicht gehen, weil betriebswirtschaftliche Klugheit ist häufig volkswirtschaftliche Dummheit. Hm. Oder, und das fand ich ganz interessant, ich fand, es waren ein paar wirklich wegweisende Studien, die auch aus so Unternehmensberatungsecken kamen, zu zeigen, was wir im Moment für ein Verlust-Verlust-System haben, damit wir diese Beweislast drehen, ne? Dieses Argumentieren müssen, wie wird denn eine Veränderung, wie zum Beispiel eine Ökosteuer oder eine CO2-Steuer sich auf Arbeitsplätze, auf die Industrie, Wettbewerbsfähigkeit etc. auszahlen, ohne dass jemals gefragt wird, wie ist denn definiert der Arbeitsplatz oder die Wettbewerbsfähigkeit und ist das denn überhaupt noch eine zukunftsorientierte Definition von dem? Also wir müssen uns an den rückwärtsgewandten Indikatoren und Referenzen und Konzepten abargumentieren, wenn wir versuchen, zukunftsorientierte Sachen im Grunde genommen voranzutreiben. Und das ist ja das Interessante, wie kommen wir da raus, wie drehen wir diese Beweislast um? Also wie kann es sein, dass wir immer noch argumentieren müssen, ob der Schutz der Ressourcen oder der Erhaltung des stabilen Klimas jetzt zu Lasten der Wirtschaft gehen muss? Also das, was du sagst, ist ja ganz richtig. Ist es jetzt wirklich die soziale Bewegung oder wie können wir da aus der Wissenschaft noch Beiträge bringen? Ich finde eine spannende Bewegung im Moment, dieses, wie kriegt man es wirklich in die Bilanzen rein? Weil das ja auch den Unternehmen eigentlich eine Stütze bieten würde, sich gegen den Druck der Investoren für diesen kurzfristigen Return on Invest, der dann wieder nur finanziell definiert ist, auch ein Stück weit zu schützen. Weil wenn sie sagen, ich muss das bilanzieren, die Schadschöpfung, die heute stattfindet, dann sind das andere Risiken und dann sind das Investitionen und nicht unbedingt unnötige Ausgaben, die von meinem Gewinnanteil abgehen. Das heißt, wie kriegt man diese betriebswirtschaftliche Denke so gedreht, dass sie einmal wirklich die Unternehmen auch zu diesen langfristigen Investitionen begünstigt und dann, wie kann man aus diesen Analysen, die gezeigt haben, wir haben ein Verlust-Verlust-System, das Beispiel, was mir da besonders deutlich wurde, war das also Ernährungssystem tatsächlich, wo aufgezeigt wurde, dass wir um die 10 Billionen messen an Umsatz in der Branche und gleichzeitig aber, wenn wir das nämlich abziehen würden, die Gesundheitskosten durch ja, Übergewicht, Zuckerkrankheiten etc. und die ökologische Zerstörungskosten und dann auch, das fand ich spannend, dass Sie es zum ersten Mal mit reingenommen hatten, tatsächlich auch die Kohäsion sozialer, kleinerer Gemeinschaften, die durch die ganze Weltmarktorientierung gar nicht mehr bestehen können in diesem Agrarsektor. Wenn man das abziehen würde, hätten wir eben 12 Billionen an Kosten, die aber heute nicht auflaufen, weil wir ja nur die Umsätze rechnen. Und das war ja hochinteressant, wirklich zu sagen, diese volkswirtschaftliche Argumentation ist eigentlich schon da. Und dann muss ich nicht mehr argumentieren, wieso ich ein tolles System durch zum Beispiel ein Lieferkettengesetz torpedieren will, sondern ich komme hin zu sagen, oh krass, ja okay, das System gerade lässt zu, dass wir systematische Menschenrechte in der Wertschöpfungskette unentdeckt lassen. Das müssen wir doch reparieren. Und genauso müssten wir ja so ein Ernährungssystem endlich reparieren, weil wir durch falsche Indikatoren überhaupt so ein Verlustsystem haben entstehen lassen. Und damit kriegt man es vielleicht geflippt, dass man eben nicht mehr sich an diesen blind haltenden Indikatoren, was ja das BIP nur eins, was angesprochen wurde, rechtfertigen muss, sondern wie gesagt, nee, wir gucken mal ehrlich hin und dann kommen auch die Innovationen, die Geschäftsmodelle und die Ideen und die Investitionen vielleicht viel stärker in Schub, damit wir ja im Grunde genommen diesen Strukturwandel, um den es ja geht, darum sprechen wir ja die ganze Zeit, vorantreiben kann. Ich habe mir ja vor einiger Zeit noch ein praktisches Hilfsmittel ausgedacht, von dem ich mir sehr viel verspreche. Es gibt ja Fairtrade-Siegel. Das nützt aber nichts, solange es kein Badtrade-Siegel gibt. Ja, das heißt also, wenn ich nicht auf den Eierkarton, der aus der Massentierhaltung draufschreibe, sozusagen irgendeine Markierung, Totenkopfmarkierung draufmache, das zeigt, was das ist. Wenn ich das Gleiche, was ich einerseits in Ernährung mache, auch jetzt sagen wir mal Schokolade, die durch Kinderarbeit in Ghana gewonnen ist und so weiter, auf die einschlägige Schokolade drauf, so einen Totenkopf drauf mache, wenn ich auch die CO2-Bilanz nutze, ja, also Produkte, die sozusagen unter unverhältnismäßig großen Umweltbelastungen, Rohstoffverbrauch, CO2-Verbrauch und so weiter gemacht. Wenn ich da so ein Ampelsystem mache und da kommt überall entweder ein grüner, ein gelber oder ein roter Punkt drauf, dann hätten diejenigen, die da rote Punkte kriegen würden für besonders üble Umweltbilanz, die würden schon Stück für Stück gewaltige Marktnachteile. Und darauf würden sie sofort reagieren. Das ist eine Sprache, die würden sie sofort verstehen. Wir müssen eigentlich nur solche Siegel da drauf machen und das wäre dann die Aufgabe zukünftiger Landwirtschafts-, Umwelt- und was weiß ich was Verbraucherschutzminister, dafür zu sorgen, dass sich die Umweltbilanz eines Produktes, dass die sichtbar ist.
Und zwar nicht in irgendeinem komplizierten, verschlüsselten System und irgendwelchen Zahlen, sondern ganz konkrete Siegeln, die ich auf die Waren draufklebe, wenn sie gekauft werden. Ich glaube, das würde ein Riesenfortschritt. Ja, ich bin nicht sicher. Es gibt ja jetzt ja diese Kükenschredder, freien Eier und solche Sachen. Ne? Also einmal wäre es ja wirklich hochinteressant, warum, und das finde ich an dem Gedanken sehr gut, da habe ich so ein kleines Poster in den, kommt mir in den Sinn mit Karotten im Boden. Das hat eine indische Farmerin irgendwann mal gesagt. Warum muss ich bei mir draufschreiben, organisch, zertifiziert, zerstört nicht den Boden und muss dafür Geld bezahlen? Warum müssen die anderen nicht draufschreiben, enthält die und diese toxischen Stoffe, das und das und jenes? Also was ist eigentlich der Standard, den wir für uns akzeptieren, von dem wir sagen, das macht Wohlstand aus? Und das ist ja genau die spannende Geschichte auch, wo Transformation stattfindet, wenn wir diesen Standard verändert haben. Und dann kann man die Freiheit ja bei denjenigen lassen, die davon abweichen möchten. Aber dann sollen die sich eben tatsächlich ausweisen dafür, dass sie abweichen möchten. Und also wie bei erneuerbaren Energien hat das Zürich, glaube ich, gemacht, ne? Mit dem alle kriegen erstmal einen erneuerbaren Energienvertrag. Und die wollen, können dann ausfüllen einen Antrag, ich möchte aber Atomstrom haben. Also das heißt, die ganze Bequemlichkeit und die ganze, ach, ich wurschtel mich so durch in meinem frenetischen Alltag, dafür zu nutzen, dass die nachhaltige Option die wahrscheinliche ist und die Standardoption. Und die Freiheit, davon abzuweichen, jetzt erstmal gar nicht rauszunehmen. Ja, aber es ist ja so, es kommt aufs Produkt an. Ne? Wenn ich auf einen Totenkopf auf ein SUV drauf mache, stört das die Leute nicht. Sind sie im Zweifelsfall doch stolz drauf. Ja, aber einen Totenkopf auf der Schokolade stört massiv. Weißt du, wir haben doch auf jeder Zigarette diese total fiesen Zähne und Beine, die abfallen. Tatsächlich eine wahnsinnig erfolgreiche Kampagne. Man muss sich mal gucken, wie viel wurde vor 10, 20 oder 50 Jahren geraucht, wie viel wird heute noch geraucht. Also ja, aber das liegt ja eher daran, dass wir nicht mehr in den Bars und Kneipen und sowas alles rauchen. Also es ist ja sozial schwieriger geworden. Nee, auch lange vor dem Rauchverbot ging das Rauchen zurück. Lange, lange. Und natürlich hat das mit dazu, dieses Rauchen ist tödlich mit dazu beigetragen. Das hat nicht jeden Raucher überzeugt. Aber wenn es jeden fünften Raucher überzeugt hat, tatsächlich ist das Rauchen noch weiter zurückgegangen, weil das Gesundheitsbewusstsein gestiegen ist und man hat es plakativer gemacht. Also wenn man vergleichbar fiese Bilder auf der Schokolade, ja, mit Kindern, die da Lasten leiden oder was weiß ich was, und da kann man keine Schokolade mehr verkaufen. Und da gibt es auch andere Beispiele. Was haben wir stattdessen gemacht? Das Beispiel Eierkarton, da sind Kürzel drauf, ja, die versteht ein normaler Mensch, das schreckt nicht ab. Also es müssen schon eine Sprache sein, die jeder, ohne dass er sich in das Thema hat einarbeiten müssen, sofort versteht. Ich glaube, dass das ein durchaus wirkungsvolles Mechanismus, nicht für alle Produkte, aber für ziemlich viele sein. Jetzt ist natürlich die interessante Frage, weil du vorhin Bhutan so eher abgewertet hast. Ich fand die, weil jetzt sind wir ja bei der Produktebene und eben hatten wir mit dem Bilanzieren, ne, im Geschäftsergebnis sozusagen, die sozialen Mehr- und Minderwerte und die ökologischen wirklich ehrlich ausweisen, sind wir auf der Betriebsebene. Und dann brauchen wir ja trotzdem noch so die gesellschaftliche Aushandlung darüber, was ist denn für uns ein Fortschrittsmodell? Wie definiert sich das eigentlich und wo wollen wir hin? Und da ist ja in der Debatte jetzt aus Sarkozy, die OECD hat also aufgenommen mit dem Better Life Indikator, kann ich rumspielen, welches Land ich eigentlich umziehen sollte, damit ich genau da lebe, wo die neuen Dimensionen haben die, glaube ich, ne, mit drin, soziale Sicherheit, Engagement und niedrige Kriminalitätsrate und zwei auch ökologische mit drin. So diese Dashboard-Orientierung mit so ein paar breiteren Indikatoren hat ja relativ breite Unterstützung gefunden. Und selbst wenn ich mitgehe mit dem alles mit Metriken durchgehen, wir sind nun mal momentan da. Und gerade wenn du ökonomisch denkst, hast du immer diese Zahlenhaftigkeit drin. Also irgendeine Form von Verbreiterung dessen, wo wir eigentlich drauf abzielen sollten, beziehungsweise eigentlich auch vielleicht eine Gleichstellung. Wir haben ja eine Nachhaltigkeitsstrategie, die immer so ein bisschen der Indikatorenbericht in die Schublade läuft. Die Wirtschaftsweisen daran anhalten. Die Enquete-Kommission, die ich erwähnte, hatte ja so ein, ich weiß nicht, ob man das schön finden muss, aber so ein schwarz-rot-goldes Herz, was immer im Bundestag gezeigt werden sollte, wie dann wenigstens auch soziale und ökologische Entwicklungen eben so ein bisschen versinnbildlicht wurden. Ich glaube, so ganz ohne diese Architektur der Aufmerksamkeit zu verbreitern, von dieser einen Zahl weg, kommen wir auf dieser Makroebene nicht weiter. Also jetzt haben wir das Produkt, die Betriebe, die Makroebene beim Wohlstand noch. Ich sehe es anders. Also ich bin da, ich war, vielleicht sind es die 5 Jahre, die ich selbst in der empirischen Forschung war, die mich so skeptisch gemacht haben. Aber was wir machen ist, neben dem Bruttoinlandsprodukt produzieren wir dann weitere Zahlen. Und das sind Zahlen, die in der Bevölkerung, also das, was du gerade angesprochen hast, das Beispiel kennt kein Mensch. Also du kennst die als Wissenschaftlerin und so weiter. Aber in der breiten Bevölkerung kennt die keiner. Und wenn wir noch die Messzahl haben und die Kennzahl und sowas alles, so wird das nicht gehen. Ich fände es viel schöner, wir würden mal, ich weiß, dass es utopisch ist, aber wir sind ja hier auf dem Utopie-Kongress, 5 Jahre lang, ja, das Bruttoinlandsprodukt nicht mehr messen. Ja,
um einfach zu gucken, wie fühlen die Leute, mal ganz ungeachtet dessen. Also einfach mal die Frage nicht stellen, wenn wir das Bruttonationalglück messen wollen, dann spiegelt sich das an der Wahlurne wieder. Ja, mit der Zufriedenheit für eine Regierung oder gegen eine Regierung. Da ist dieser Kennwert des Bruttoinlandsproduktes doch völlig unwichtig für. Den müssen wir doch dafür gar nicht wissen. Stellen wir mal vor, die Programmchefs der öffentlich-rechtlichen Sender, ja, die dürften die Quoten nicht mehr messen oder würden das nicht mehr tun. Ich meine, die heutige Generation wüsste zu einem erheblichen Teil, Ausnahmen mal abgesehen, gar nicht mehr, was sie überhaupt noch für ein Programm machen sollen. Wir geraten also bei den Messungen in eine wahnsinnige Abhängigkeit von diesen Messzahlen oder Kennzahlen, die wir damit produzieren, und zwar auf Kosten von Kreativität. Wenn ich nämlich nicht messen kann, dann muss ich mir kreative Gedanken machen über Qualität. Wenn ich messe, muss ich mir diese Gedanken nicht mehr machen. Und das würde mit jeder anderen Kennzahl eben auch, ob man Bruttonationalglück oder sowas misst, was würde passieren? Es wurde erzählt, die Wirtschaftsweisen erwarten eine Steigerung des Bruttosozialprodukts oder Inlandsprodukts von 1,2%. Und dann würde noch irgendwann verlesen und die So-und-so-Kommission erwartet beim Bruttonationalglück eine Absenkung um 0,1. Völlig belanglos, was kann man mit einer Zahl? Wenn man es nicht messen würde, wäre der positive Effekt für eine ökologische Transformation größer, als wenn man zusätzliche Zahlen produziert, bin ich ziemlich sicher. Ja, der Punkt, den du machst, den finde ich insofern total interessant, weil der sehr psychologisch ist, ne? Und häufig heißt es ja, dass die Erwartung dessen, was zukünftig passiert, meine Risikofreude und auch Investitionsfreude heute durchaus mitbestimmt. Und dann heißt es ja immer, diese positiven Wachstumszahlen oder Prognosen sind dann so ein Stück weit eine Voraussetzung dafür, dass heute Investitionen getätigt werden, weil ich davon ausgehe, dass sie sich lohnen werden. Mit dieser Psychologie mal kreativ zu spielen, also mit dem agnostisch mal das BIP beiseite zu lassen und mal so ein bisschen sagen, jetzt sei mal stille für 2-3 Jahre, aber irgendwas so ein Stück weit zu verfolgen, was entsteht dadurch, vielleicht auch nicht durch Zahlen, aber irgendeine Rückkopplungsschleife brauchen wir, glaube ich, schon. Weil wir sonst einfach zu viel im Dunkeln lassen. Und wo ich ganz stark dafür plädieren würde, dass wir doch wirklich schauen müssen, wie können wir es messen und wie können wir es besser in den Griff kriegen, ist natürlich die ökologische Seite. Wir können nicht ohne. Also ja, ich bin nicht gegen Messen im Allgemeinen. Ne? Also ich bin nicht dagegen, dass man Dinge misst. Ich glaube nur, dass wir in einer Welt leben, in der in Relation übermessen zum Dingen zu viel, ja, nee, zu viel ich gemessen wird, dir, ja. Weil universitäre Karrieren davon sehr, sehr stark abhängen. Ja. Seit man so gut messen kann, hat sich sehr, sehr stark aufs Messen verlagert. Das ist mein Problem, was ich habe. Ja. Nicht, dass man überhaupt misst. Ja. Nee, da bin ich dabei. Also das sieht man jetzt ja auch in dem Bildungssystem komplett. Ja. Und auch in der Art, wie häufig Digitalisierung eingesetzt wird, das findet ja eine maximale Normierung im Grunde genommen statt, weil ich versuche alles in eine 0, eine 1, eine Zahl und dann muss ich entscheiden, ist es drüber oder drunter. Und im Grunde genommen ist das ja auch zum Teil jetzt der Stress. Also anstatt, dass man sagt, unter Corona, pass mal auf, jede Familie bekommt die und die Unterstützung und Angebote, aber was ihr schafft, in euren Alltag einzubauen, ist wirklich dem Wohlergehen des Kindes und vor allem dem familiären Gesamtsetting untergeordnet. Und dann muss halt eine Schule, ein Lehramt irgendwas aushalten, dass man keine quantitativ gewerteten Noten draufschreiben kann in diesem Jahr. Und ja, diese Befreiung von der Tyrannei der Metrik, da bin ich dabei. Also da sollte man wirklich überlegen, an welchen Stellen wir da total zu weit geschossen sind. Und auch wie viel die Bürokratisierung im Grunde genommen durch Digitalisierung vorangetrieben wird. Ne? Also naja, man muss ja einfach nur mal, um sich das deutlich zu machen, dir ist das ja bewusst, was das Messen des Bruttoinlandsproduktes anbelangt. Ja, wenn ich jetzt hingehe und ich kippe Altöl in den Rhein, ja, und das muss anschließend entsorgt werden. Das ist eine massive Steigerung des Bruttoinlandsprodukts. Wenn ich in Düsseldorf in der Altstadt alle Scheiben einschlage und dann die Glaser sehr, sehr viel Arbeit, starke Steigerung des Bruttoinlandsprodukts. Warum wird diese völlig unsinnige Zahl zum Maßstab dafür gemacht und sorgt am Ende, wie du sagst, auch noch dafür, ob ich glaube, es ist ein gutes oder schlechtes Investitionsklima? Es ist doch Irrsinn. Ja, na klar. Und deshalb müssen wir sie entweder agnostisch verwenden oder mindestens ob dieser lange bekannten und ewig diskutierten Fehlstellung eben bereinigen. Und da glaube ich, ist so ein Stück weit breiter machen, anstatt alles zu versuchen, in eine Zahl zu stopfen, besser, weil wir anfangen, wieder ein bisschen breiter auch zu denken und zu schauen. Okay, dann haben wir jetzt unterschiedliche Ansätze gehabt. Wir haben jetzt noch 5 Minuten. Wie bauen wir es zusammen? Also einmal befreien wir uns ein Stück weit von dieser Metrikorientierung und Habenorientierung und dinglichen Orientierung, wenn wir über Wohlstand reden. Wir bringen die Erlebnisse, die Beziehungen, das Sein, das Schöpferische, das Kreative mehr in den Vordergrund. Da sind wir bei den Individuen. Bei den Produkten
sagen wir, dass der Default, also der Standard muss in die Richtung flippen, dass sich all die, die nicht den besten Kriterien entsprechen, eben labeln und outen müssen und nicht die, die auch noch die Bringschuld haben, zu zeigen, dass sie es tatsächlich können. Bei den Unternehmen, ähnlich wie bei der Makroperspektive, es kann nicht sein, dass ein erfolgreiches oder die wertvollsten Unternehmen dieser Welt diejenigen sind, die keine Steuern zahlen und die im Zweifel wir nicht so doll vermissen würden, nämlich nur noch Finanz- und IT-Unternehmen sind ja oben die wertvollsten Unternehmen. Da hat noch keiner drin gewohnt, da hat noch keiner von gegessen, da hat noch keiner im Grunde genommen seine Gesundheit mit restauriert. Wenn, sind es digitale Hybride oder eben Finanzinvestitionen, wenn sie dahin kommen. Das heißt, wir nennen eigentlich Dinge die wertvollsten Unternehmen, die weder im Geschäftsmodell noch in dem, was sie bereitstellen, in der Pandemie vielleicht als die wichtigsten gesehen werden. Als Mittel zum Zweck. Ne? So durch die Digitalisierung können wir eventuell weiter vermitteln, aber Digitalisierung qua der Digitalisierung willen wird abgefeiert. Das heißt, wie kriegen wir das in die Definition eines erfolgreichen Geschäftsmodells, also das License to Operate war ja so eine spannende Geschichte eigentlich, die unter Eisenhower war es, glaube ich, ne? Noch stark war in den USA, dass eigentlich eine Unternehmung sagen musste, was möchte ich denn beitragen zur Gesellschaft? Und dann hat sie eine Lizenz bekommen, das zu tun als Unternehmung. Und jetzt, da wäre das Silicon Valley sehr kreativ. Also die haben ja alle einen Purpose und eine Mission und die wollen die Welt besser machen und jeden Tag. Gut, aber da wäre es ja vielleicht interessant, doch nochmal zu gucken, wer die A definiert hat und B, wie sie sich dann eben durch eine gewisse Form von Messung dann da auch in eine Rechtfertigung bringen. Und dann diese Resonanz von der betriebswirtschaftlichen Ebene mit der Makroebene, dass wir wirklich sagen, also das ist mit Sicherheit kein Fortschrittsaktivität gewesen, wenn jemand die Umweltzerstörung beseitigen musste. Ja, also es wäre wunderbar, wenn wir tatsächlich, so wie das bei dem Fairtrade und dem Badtrade-Siegel ist, genauso bei Firmen auf der einen Seite auflisten, worin ihre Erfolge bestehen, was ja ständig gemacht wird, was sich am Aktienkurs dann zeigt. Und auf der anderen Seite, also wenn wir jetzt den großen Umstieg in Elektromobilität machen, einfach mal auch bei Tesla mal wirklich deutlich machen, wie groß die Umweltzerstörungen sind durch die Gewinnung von Lithium, durch welche Kinderarbeit Coltan und Kobalt in Afrika aus der Erde geholt werden und so weiter. Man hätte ein Tesla-Auto eben auch einen Totenkopf darauf. Ja, weil diese Bilanz ist bei weitem überhaupt nicht gut, sondern wenn man mal die gesamte CO2-Bilanz auch einer eingebauten Batterie und so weiter sieht. Ich will jetzt nicht über Elektromobilität reden, ich will nur einfach sagen, wir gucken bei bestimmten Sachen immer nur auf die Sonnenseite und wir sehen einfach nicht den unglaublichen Schaden, der in der gleichen Bilanz parallel dazu gegenüber der Umwelt oder gegenüber Menschen angerichtet ist. Also nennen wir Elektromobilität, was eigentlich nur Elektroautos heißt. Also darunter verkaufen wir einfach nochmal das gleiche Produkt, nur mit einem anderen Antrieb. Mobilität zu denken, würde ja genau anfangen zu fragen, wo kommt das Bedürfnis von Mobilität her? Wie kann man das anders? Ich bin kein großer Freund von E-Autos, weil ich glaube, dass es keine zukunftsweisende Lösung ist, dass die Zukunft des Verkehrs sicherlich nicht darin besteht, dass die Leute sich weiterhin in gewaltige Hüllen, ja, die einen enormen Energieverbrauch und so weiter hüllen, dass das alles viel schlauer, viel intelligenter, viel smarter geht. Ja, ich finde, das ist übrigens, wir hatten ja auch vorhin mal darüber gesprochen, das ist zwar Innovation, aber das ist kein Fortschritt. Alles klar, dann versuche ich das nochmal einmal zusammenzubinden. Wir fangen ganz philosophisch-ethisch an mit den Fragen, worum geht es eigentlich in der menschlichen Existenz? Können dabei Fromm und anderen anknüpfen mit dem Haben und Sein? Und dann gehen wir in die Strukturen und schauen, wo haben wir denn eigentlich alles heute in der Art, wie wir gemessen, aber auch gesprochen und Institutionen gebaut haben, bis hin zu den Finanzmärkten, Lösungen geschaffen, von denen wir die Kollateralschäden jetzt sehr deutlich sehen. Und dann müsste eine Innovationsagenda ja genau damit beginnen, das alles mal ehrlich zu machen, sodass sich nicht mehr der Status quo einfach zurücklehnen kann und sagen kann, so, lass sehen, was passiert alles, wenn ihr abweichen wollt, sondern klipp und klar ist, der Status quo ist keine Option, Business as usual, keine Option. Und jetzt gehen wir in die richtige Experimentierung mit ganz vielen Alternativen, sowohl auf der Produktebene, Geschäftsmodellebene. Und ein Stück weit, glaube ich, müssen wir es messen, damit wir das Gefühl haben, wir sind auf dem richtigen Weg. Also ich kenne jedenfalls kaum eine Projektlogik, die das nur durchs Spüren hinbekommen würde. Aber da kriegst du jetzt das letzte Wort. Ach, ich hatte ja vorhin schon gesagt, ich bin nicht grundsätzlich gegen Messen, aber ich bin dafür dagegen, dass ständig gemessen wird und zu viel. Also wenn man im ganzen Bildungssystem mal guckt, dass man, so wie man ein Experiment macht, sofort das Ganze evaluiert. Bei sehr vielen Experimenten, die man macht, kann man erst nach 3 oder 4 oder 5 Jahren, wenn sich eine Kultur in der Schule verändert hat und so weiter, überhaupt erst die Früchte ernten. Und man macht sich vieles dadurch kaputt, zum Beispiel, dass man viel zu früh misst.
oder dass man an falschen Stellen zu früh Erfolge erwartet und so weiter. Das ist ja auch ein Problem, was mit dem Messen einhergeht. Also ich wiederhole meine Kritik und ich zitiere gerne Martin Seel, der mal gesagt hat, die messbare Seite der Welt ist nicht die Welt, es ist die messbare Seite der Welt. Okay, und dann machen wir uns alle gemeinsam aus diesem neuen Verständnis von Wohlstand auf und Fortschritt zu sagen, okay, sorry Finanzmärkte, so wie ihr gerade funktioniert, dient ihr leider nicht. Wir müssen euch unterordnen. Es gibt nämlich nicht zu wenig Geld auf diesem Planeten. Es läuft nur nicht in die Richtung, wo tatsächlich Wertschöpfung für die Menschen entsteht und die Schadschöpfung an dem Planeten reduziert wird. So, lassen wir es vielleicht erstmal und die ganzen konkreten Ideen aus den unterschiedlichen Bereichen können wir dann auf der Konferenzwoche vielleicht nochmal tiefer diskutieren. Ich hoffe immer noch, dass sie live stattfinden wird. Und ich danke dir herzlich für diesen Austausch. Ich danke sehr gerne, Maja. Ich danke dir. Und herzlich für die Einspielfilme, für diejenigen, die hier mitgemacht haben und für natürlich die tolle Koordination durch das Leuphana-Team.